Einen schönen guten Pimmelabtag, ihr Wähler der Armut, des Verfalls und des Niedergangs. Und natürlich allen anderen, die sich als Teller oder Zahnbürste identifizieren. Wir feiern heute die besten Grenzen aller Zeiten. Unsere Grenzen sind endlich so geschützt wie eine Disco mit Sachsen-Paule als Türsteher. Endlich darf jeder Islamist, Drogendealer, Sexualtherapeut, Ziegenzüchter und Schafsbewunderer über unsere Grenzen spazieren. Wir leisten harten Widerstand, indem wir die Facharbeiter nach dem illegalen Grenzübertritt per Polizeitaxi zur Aufnahmestelle kutschieren. Und weil wir es ihnen klar machen wollen, dass ein illegaler Grenzübertritt eine Straftat ist, gibt es zur Strafe Vollversorgung, ärztliche Behandlung und eine Unterkunft zum Nulltarif und ohne Gegenleistung. Und natürlich dürfen wir keine Integration von diesen Genies verlangen. Das wäre nämlich total rechts, rückwärtsgewandt und homophob. Sie dürfen selbstverständlich Christenverachter, Judenhasser, Schwulenhasser und Demokratiefeinde bleiben. Was anderes wäre nämlich undemokratisch. Als Dankeschön machen sie unsere Innenstädte zum Abenteuertrip für Lebensmüde. Wie toll und progressiv das doch ist. Yippie! So geht halt Dankbarkeit auf Arabisch. Weil das Gastrecht im Orient so heilig ist, dürfen wir nirgends im Orient die gleichen Vergünstigungen für uns erwarten, die unsere Facharbeiter hier bekommen. Statt Sozialhilfe fürs Nichtstun bekommt ein Europäer im Orient fürs Nichtstun Straßendreck zu essen. Er darf sich als Wohnort eine dreckige Ecke beim Bazar oder eine nette staubige Straße aussuchen. Ja, so geht Dankbarkeit und Fairness. Oh je. Weil unsere Grenzen so durchlässig sind, führt die Polizei jetzt Grenzkontrollen durch, damit die Flüchtlinge schneller ins warme Bettchen gefahren werden und endlich Susanne in der Innenstadt ankuscheln dürfen. Zurückgewiesen werden kann niemand, der das heilige Zauberwort Asyl kennt. Wenn ich dieses Wort an der Grenze zur USA stamme, bekomme ich zwar nur Hau auf die Mütze, aber das liegt doch nur daran, dass der Zauberspruch nur bei deutschen Grenzen wirkt. Als Urlaubsländer sind die Maghreb-Staaten sicher, aber wenn ein Flüchtling nach Hause zurückkehren soll, dann ist das natürlich unsicher und ihn droht Terror, Tod und Folter. Na klar, aber den Deutschen im Urlaub droht das natürlich nicht. Demokratien müssen kaputte Grenzen haben. Deswegen sind Australien, Japan, Großbritannien, die USA, Saudi-Arabien und die Maghreb-Staaten keine Demokratien, weil sie ihre Grenzen schützen. Erst wenn es leichter wird, eine Grenze zu überqueren, als einen Arzttermin für sich selbst zu bekommen, dann weiß man, dass man in einer Demokratie ist. Wenn Einwanderer die Sprache nicht lernen, die Einheimischen attackieren und sich völlig respektlos benehmen, dann ist man in der Demokratie endgültig angekommen. Und weil das alles so super ist, steigern wir die Abschiebung von 600 auf 700 Leute pro Jahr als Placebo gegen dumme AfD-Fehler. Dann sind es zwar immer noch über 200.000 Facharbeiter pro Jahr, plus Hunderttausende über die Familienzusammenführung, plus etliche Übersiedlungsprogramme, die kommen, aber fast eine halbe Million pro Jahr minus die 700, die abgeschoben werden, ist doch super. Das ist doch nur eine halbe Million Einwanderungsüberschuss. Und so entstehen endlich mehr arabische Viertel in Deutschland. Nur ein Neukölln in Deutschland wäre nämlich mega super duper rechts. Und die Stimmung im Bundland wird noch bombiger. Es werden die Fetzen fliegen bei der kommenden Party. Mit explosiver Stimmung. Unsere Grenzen sind so super bewacht, dass Terroristen ohne Probleme einreisen können. Denn wir machen im Ausland feministische Außenpolitik und dafür islamistische Innenpolitik. Ja, so plant man perspektivisch. Wir lassen gerne erzkonservative Islamisten einreisen. Wie furchtbar unreligiös war es denn früher in Deutschland? Es gab ja nicht mal islamistische Terroranschläge, obwohl jeder weiß, dass sowas zu einer guten EU-Demokratie dazugehört. So, ihr Häschen, genießt weiter die Prä-Scharia-Zeit im Dummland. Ein gesegnetes Kuvades Germania. Bis nächste Mal, ihr Regenbogen-Pomfritz. Tschüss. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Say, I don't need your prison. I don't need your pain. I don't need your decision. So what should I do?
I'll be sorry, so you've said. I'm not sorry, bang, you're dead. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Die, motherfucker, die, motherfucker, die.